Im heutigen Thema geht es um Türspione einbauen in eine Wohnungseingangstür. Herzlich willkommen bei Festool TV. Mein Name ist Frank. Ja, einbauen von Türspionen in solche Wohnungseingangstüren hat natürlich hier auch eine Problematik dahingehend, dass wenn ich hier meinen Bohrer ansetze und durchbohre, dass ich hier auf der anderen Seite keine Ausrisse habe von meiner Türe. Und hier gibt es bei Festool eine Lösung, und zwar brauche ich für solche Art Türspione einen Förstnerbohrer, und wir haben hier ein kleines Set, und zwar mit Förstnerbohrer von 15 bis 35 mm. Und die Besonderheit von diesem Förstnerbohrer ist, dass diese Zentrierspitze hier im vorderen Bereich ich auswechseln kann, entweder zu einer längeren Zentrierspitze oder gar zu einem Bohrer. Das heißt, mit einem kleinen Werkzeug, das hier im Lieferumfang dabei ist, kann ich hier diese Zentrierspitze herausnehmen und einen Bohrer einsetzen. Und ich denke, jetzt wird es schon klar, das heißt, ich kann jetzt hier sehr komfortabel mit diesem Werkzeug von beiden Seiten praktisch reinbohren, verletze dann nicht die Oberflächenstruktur der Türe und habe hier immer das Zentrum von meinem Türspion. Das Ganze machen wir. Ich habe hier natürlich einen Vorteil wieder meines Centrotec-Systems. Ich kann hier sehr komfortabel den Bohrer oder den Bithalter mit dem jeweiligen Werkzeug sehr schnell wechseln und kann nun loslegen. So, das Ganze ist jetzt schon einmal gebohrt. Auf der Rückseite finde ich jetzt natürlich nur so ein kleines Loch hier. Und das machen wir jetzt genauso. Das heißt, wir setzen hier an und bohren jetzt hier in dieses kleine Loch rein. So, durchgehend gebohrt und nun wieder tolle Lösung. Mit dem Absaugsystem das Ganze sauber machen. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch den Türenspion in diese Bohrung einsetzen und miteinander verschrauben. Top Ergebnis, was will man mehr, so schnell mit Festool-System. Das war's für heute, bis dann, euer Frank.